Zwei Minuten nach Wiederanpfiff die Hausherren durch die Führung noch euphorisiert. Tanimoto mit dem Ballgewinn und was einmal klappt, das klappt doch bestimmt auch noch ein zweites Mal. Ein grandioser Hammer vom Japaner, das nächste Traumtor für den SV Bergisch Gladbach und die nächste kalte Dusche für den TV Herkenrath. Eigentlich eine gute Defensivleistung der Gäste, aber trotzdem 2-0 hinten, ja, was willst du bei solchen Toren auch machen?